Also ein guter Glühwein muss erstmal aus qualitativ hochwertigen Rohwaren bestehen. Also einen guten Rotwein und hochwertige Gewürze, die verarbeitet sind, das ist die Grundvoraussetzung. Zum Zweiten ist natürlich, was viele Verbraucher vielleicht auch falsch machen, den zu heiß zu machen. Also er darf maximal 60 Grad erhitzt werden, damit die Gewürze einfach die Aromen noch da sind und nicht mit dem Alkohol verkochen. Das Besondere an unserem Nürnberger Christkindlesmarkt-Glühwein ist, das besteht schon seit 1965, wurde damals von Friedrich Gerstacker mit einem bekannten Nürnberger Lebküchner zusammen entwickelt, wo auch die gesamten Gewürze vom originalen Nürnberger Lebkuchen mit enthalten sind. Wir haben mehr als 25 Gewürze in unserem Glühwein, die mit so einem speziellen Verfahren, einem Mazerationsverfahren, 24 Stunden lang mit dem Grundwein von unserem Glühwein versetzt werden, damit die Aromen schon in den Wein gelangen und dadurch diesen speziellen, hochwertigen Geschmack erlangen. Das mit Glühwein 3 Euro. Also, und dann das Pfand noch dazu, praktisch sind 6 Euro bitte. Ich glaube 17,30. Okay. Wir kommen ja aus Österreich extra her zum Nürnberger Christkindlmarkt, weil der so bekannt ist und der älteste ist und der schmeckt halt da besonders gut. Der schmeckt einfach wirklich original. Schmeckt super. Ich glaube, ein paar vertragst. Ein paar kannst du sicher trinken. Ich trinke eigentlich so gar nichts. Aber auf dem Christkindlesmarkt, dann will ich einen Glühwein. Und wenn ich dann einen will, dann möchte ich einen Heidelbeerglühwein. Der schmeckt irgendwie ja, einfach besser. Mir. Besser wie der andere, der normale. Dankeschön.